Willkommen zurück zu Blades of Time. Ich bin Mr. Katafir, let's play in das Kaninchen. Und habt ihr eure Sonnencreme eingepackt? Habt ihr euch gut eingeschmiert? Denn es ist richtig heiß. Und das nicht nur, also momentan ist es bei mir auch draußen heiß, aber es ist auch hier im Spiel heiß. Und wenn ich in die Sonne gehe, dann schmelze ich, sozusagen. Eigentlich verbrenne ich, sozusagen. Oh, guck mal, unten ist ein Portal. Aber da komme ich... Ach du, da sind drei Portale, da komme ich nicht lebend hin. Vor allen Dingen überlebe ich das nicht lebend. Ahahaha. Schnell rüber. Oh Gott. Wie ist auch das Geräusch auch, ne? Das ist dieses... Zischen. Da vorne ist jemand. Hallo. Wo wie die? Hier ist garantiert einiges an Schätzen. Zum Beispiel das, was ist das da hinten? Oh, hier gibt es sicherlich einiges, was ich... Da oben auch, guckt mal, da sind Korallen hier überall. Kriegt ihr eigentlich auch Schaden in der Sonne? Wieso kriegt ihr keinen Schaden in der Sonne? Nö, ich gehe da nicht raus. Das können wir gerne machen. Aber ansonsten gehe ich da nicht raus. Wo kommt man da hin? Hallo? Warte. Sonne. Nein, ich drücke mal die falsche Taste. Naja, ein bisschen Ordnung kann ich schaffen. Es ist unerträglich. Geht diese Sonne nie unter? Vermutlich nicht. Wenn es so heiß ist, wird das... Die Lichter haben diesen Planeten verlassen, als die Sonne explodierte. Sie haben diese Schilde gebaut, um sich zu schützen. Doch am Ende mussten sie trotzdem gehen. Ich bin jetzt kein Astronom. Aber wenn eine Sonne explodiert... dürfte es nicht mehr so warm sein. Auch der ganze Himmel ist dunkel. Das heißt, hier ist keine Sonne. Woher kommt die Hitze? Woher kommt das Licht? Wenn die jetzt noch im Explosionsstadium wäre, dass das sozusagen gerade als roter Riese wäre. Nee, doch, roter Riese und weißer Zwerg oder weißer Riese und roter Zwerg? Wie rum war das? Ich weiß nicht sehr viel über diesen Ort. Aber vielleicht leben hier noch ein paar Kreaturen. Nö, gar nicht. Besser vorsichtig. Es ist ja auch noch nicht. Wir haben auch keine getroffen. Nee, aber, wie war denn das? Ach, ich drück immer wieder die falsche Taste. Immer wenn ich zum Kompass will, komme ich in die Ordnung. Warum geht das nicht kaputt? Deswegen. Ein Teil des Portals aus. Es sieht aus wie ein Kristall. Wo steckst du den jetzt eigentlich hin? Wie transportierst du den? Was passiert hier? Ich weiß nicht. Ich sehe nichts. Ah! Sandwürmer! Riesenwurm? Boah, der stinkt. Ah, Dune! Riecht, als wäre er schon ziemlich lange tot. Wir sind ja bei Dune und warte mal, wenn der schon tot ist, der Sandwurm. Ah Gott, immer wenn ich Kompass will, komme ich in die Ordnung. Wer das versteht, ist ein Gucker einer anderen YouTuber-Gruppe. Das schaffe ich. Ja. Ich frage mich, wo geht die... Da hinten Nein, geht der Schild. Nicht das. Was denn?
Hallo? Pff. Ja, kommt mal, geht mal alle dahin, genau. Macht das mal alle, gebt mir eure Energie. So, und was ist da jetzt jämmerlich... So durstig. Das glaube ich, bei der Hitze, klar, logisch. Was ist denn da jämmerlich gestorben? Ein Wüstentintenfisch! Die Kleinen und Schnellen leben plötzlich unterirdisch fort. Ihre plötzlichen Vorangriffe können sehr gefährlich sein. Außer sie sind zu dumm und stürzen sich selbst in den Tod. Aber das haben wir nicht gestellt. Da kommen noch welche. Hast du schon gesehen? Ach Gott! Ich wünschte, ich hätte eine Sonnenbrille und einen Strandschirm dabei. Ach du Schande. Ach du Scheiße. Ihr wisst, was das ist, ne? Diese Wüste scheint endlos zu sein. Ich schaffe es. Nur noch ein kleines Stück. Ach, das bewegt jetzt wieder das? Was bewegst du? Warum bauen die diese Schilder und die machen die nicht ständig runter? Nur mal so nebenbei? Wäre doch logisch, oder? Die ganze Zeit runterzumachen. Aber naja, Logik. In Spielen. Sonst wäre es ja auch keine Herausforderung. Und das ist wieder etwas, was ich schon letztens gesagt habe. Das ist genau die Sorte von Jump'n'Run-Puzzles, die einfach geil sind, weil es ist wieder was Eigenes. Eine eigene Aufgabe, die hier in diesem Planeten ist, und es ist nicht einfach immer wieder der gleiche Kram. Immer wenn hier Käfer kommen. Tschüss! Tschüss! Hey, komm, geh mal noch da. Ja, geh mal noch da. Hallo? Hier noch wer? Na gut. Wie dem auch sei. Ich gehe wieder. Tschüssi. Ist toll gemacht. Ist wirklich gut gemacht. Ist ein geiles... ist eine geile Idee. Ist eine geile Umsetzung. Ist eine Herausforderung. Es ist immer wieder neu. Was zum Geier? Was ist das denn? Solargenerator. Und was habe ich davon? Ach so. Das habe ich davon. Ah. Vielleicht finde ich hier was Nützliches. Das ist toll. Das ist immer Abwechslung. Das Konzept ist super billig. Es ist halt Jump'n'Run, Hack and Slay. Aber immer neue Ideen. Immer neue Welten. Immer neue Aufgaben. Und du musst immer wieder überlegen, was du tun musst, um hier irgendwie weiterzukommen. Und das ist wirklich toll. Aha. Ja. Ach Gott. Verdammt nochmal. Schatten. Ich brauche Schatten. Und auch das finde ich gut, dass das... Das muss ich sagen, das machen in letzter Zeit immer mehr Spieler, aber immer noch nicht alle. Und das finde ich sehr, sehr schade, dass der Protagonist auch wirklich... Emotionen, also irgendwo ein bisschen... Ich meine, die Story ist wirklich sehr stumpf und schwer zu verstehen und alles. Also die ist wirklich nicht gut geschrieben. Das ist einfach dahingestellt. Ja, hallo. Aber es... Du hast halt einen Charakter, der auch wirklich in der Welt ist und interagiert und redet und Probleme hat und sowas. Und das finde ich toll, weil das ist halt nicht einfach nur die stumme Lara Croft, die durch die Gegend wandert und nichts sagt. Sondern das ist ein Charakter, der, also die neue Lara Croft redet ja auch und hat ja Probleme und alles, und das ist genau das, was ich meine.
Aber viel zu viele Spiele sind da halt noch nicht und oder hatten das noch nicht. Oh, weißt du was? Oh. Kälte! Und Hitze! Das ist halt wirklich was, was dem Spiel auch wirklich mehr Tiefe gibt und dem Charakter. Ich muss diesen Bereich so schnell wie möglich durchqueren. Gut erkannt. Ne, was dem Charakter auch etwas Tiefe verleiht. Ich brenne! Oh. Ah! Was bewegst du? Okay. Damit halte ich den oben. Kann da durchlaufen, da runterspringen, mich daran festhalten und dann noch drüber. So ist der Plan. Ich brauche erstmal eine Zeit da drüben, deswegen nutze ich das jetzt hier ordentlich aus. Oh Gott, das ist schon viel zu lange. Nein! Runter! Schatten! Ich hätte nie gedacht, dass ich mal so vor der Sonne flüchten würde. Ja. Momentan kann ich das sehr gut nachvollziehen, denn es sind draußen auch gefühlt 1000 Grad. Vor allem mit Plüschpelz ist das noch schlimmer, könnt ihr euch nicht vorstellen. Noch ein Teil. Plüschpelz ist echt nicht schön, auch wenn er weiß ist. Ich meine, wenn ich jetzt schwarzes Fell wäre, es noch schlimmer, glaube ich. Monster der Wüste. Weg! Weg! Hi! Da hinten ist er. Geh weg! Stirb! Ah! Hitze! Wurm! Ja. Komm. Hier. Los. Weg. So. Ein echter historischer Friedhof. Wo? Was? Warum? Wann? Wie? Wie soll ich da hinkommen? Hast du dir das mal überlegt? Okay, ich gehe erstmal nach da drüben. Wo ist hier ein Friedhof? Das da unten? Soll das ein Friedhof sein? Das ist doch kein... Du redest von Friedhöfen hier. Ach, guck mal. Nein. Als wäre die Hitze nicht schon schlimm genug, gibt's hier auch noch Minen. Nicht da drüben irgendwas kaputt machen? Warte mal, hier. Das ist doch was. Das ist doch was Rotes. Das ist doch irgendwas, das ich treffe. Oder auch nicht. Jetzt? Und jetzt? Und nö? Von dem da hinten wirst du geblockt. Du Schande, da ist der. Muss ich also hier rüber? Ernsthaft? Okay, ich weiß nicht, ob das der richtige Weg ist, aber... Ach du Schande, okay, ich muss... Hier lange genügend draufstehen, dass der unten bleibt. Und dann darüber in die. Okay. Dürfte reichen. Das kriegen wir hin. Die Zeit lassen.
Vielleicht bis unser alternatives Ich dann plötzlich steht. So, jetzt geht's runter. So. Jetzt dürfte das hier gleich ausgehen. Und damit geht auch der Strom aus. Coole Idee. Coole Idee. Aua! Das geht auch das Portal auf da. Das ist doch blöd. Das ist halt doof. Ich finde es aber gut, dass es sich regeneriert dadurch. Okay. Ich würde sagen, wir haben genügend Spaß hier in der Wüste jetzt. Für jetzt erstmal gehabt. Und gucken, ob wir in der nächsten Folge, beim nächsten Mal weiterkommen. Das ist eine geile Idee, ist eine fantastische Umsetzung. Story, scheiß drauf, das Gameplay ist wirklich toll in diesem Spiel. Vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal, euer Kaninchen. Tschüss, tschüss.